So, Problembehebung des Rückens bei den Brekketal-Kutter. Also ich habe den Kutter auf den Kopf gestellt und dann werden einfach hier hinten die Füße abgedreht. Das geht immer so mit zwei Schrauben. Einmal hier so den Fuß und hier sieht man noch, da vorher ist noch so ein Teil drin, die werden also alle vier komplett abgeschraubt. Also nochmal. So, jetzt gucken wir ja in den Motor rein. Da ist denn hier eine Schraube und da eine Schraube. Und das gleiche hier unten auch. Und dann wird ein Hebel angesetzt. Ich nehme jetzt mal so einen Stab. Wir haben also nicht diesen Stab genommen, sondern wir haben einen Meißel genommen. Und das habe ich mit meinem Nachbarn zusammen gemacht. Und dann haben wir das nach vorne gedrückt, dass der Motor, dass sich diese Riemen, diese hier, richtig spannen. Und wie man sieht, ich kann jetzt meine Riemen so 1 cm reindrücken. Vorher waren das mindestens 3,5 cm. Ja, und die Schrauben natürlich ordentlich festziehen, denn hier vorne ist ja dieser Keilriemen für die Schüssel. Und der spannt sich ja hier mit dieser Rolle von alleine. Ja, da ist eine Feder dran und das spannt sich von alleine. Und mehr ist es nicht. Ja, und dann sehen wir uns das gleich an beim Kuttern, wie gut das funktioniert.